fast ein ganz normaler Sonntag. Monaco ist ein Zufluchtsort für Franzosen, die dem Lockdown in ihrer Heimat für einen Moment entfliehen wollen. Während in Frankreich wegen der Corona-Pandemie strenge Ausgehverbote herrschen, sind im benachbarten Fürstentum Geschäfte und Restaurants zum Teil geöffnet. Wir haben das Auto genommen und gesagt, wir hauen ab und machen uns auf den Weg, um hierher zu kommen. Es ist der einzige Ort, wo man in Ruhe essen kann, einfach rauskommen. Es ist lange her. Christelle Debeau wird von ihrem Freund ausgeführt. Für sie ist es wie ein vorgezogenes Weihnachtsfest. Das Leben von früher hat uns gefehlt und ich bin total glücklich, hier zu sein, an einem Tisch zu sitzen, das Leben um mich herum zu sehen, Leute essen zu sehen, die Wirtschaft zu unterstützen. Ich finde, Monaco verfolgt eine intelligente Politik. Auch Gastwirte sind erleichtert, manche können nun die Schulden aus dem Frühjahr zurückzahlen. Monaco ist eine andere. Ich glaube, hier in Monaco gibt es eine andere Arbeitsphilosophie. Ich freue mich sehr über die Eröffnung. Es stimmt, dass wir mit Corona gewisse Einschränkungen haben. Ich denke, der Fürst wollte den Geschäften, den Einwohnern, den Monegassen vertrauen und uns sagen, dass wir genug Selbstdisziplin haben können und versuchen sollten, in die richtige Richtung zu arbeiten. Tatsächlich ist hier strengste Disziplin angesagt. Restaurants dürfen Kunden nur zu genau festgelegten Öffnungszeiten bedienen. Wer sich nicht beeilt, dem entgeht dann das Dessert.